Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Dishonored, Death of the Outsider, Trophy und Erfolgsvideo aus Mission 2. Und zwar der Erfolg, die Trophy Achtung. Also nicht Achtung, das ist eine Trophy oder Erfolg, nein, die Trophy oder der Erfolg der Heißachtung. Und dann legen wir hier auch schon los. Da, wo ihr Mission 2 startet, springt ihr hier oder macht Platztausch hier über das Tor, rennt hier ein Stück geradeaus. Und dann biegt ihr direkt hier rechts auf diesem Platz ab. Direkt vor dieser roten Kamelie ist auf der linken Seite die letzte Tür. Die kann man öffnen und ganz hochrennen. Und die Wohnung oben ist auch nicht verschlossen. Werdet ihr schon eventuell kennen aus anderen Videos. Aber diesmal gehen wir nicht rechts beim Pantomimen lang, sondern hier über die... Wachen. Ich sehe anders aus, aber sie könnten mich von den Postern kennen. Ich umgehe sie lieber. Ja, sieht scheiße aus. Nicht anders. Aber hier, Trugbild, das ist die Fähigkeit, die wir hier auch benutzen müssen. Die lege ich mal schnell auf die Schnellwahltaste, aufs Steuerkreuz. So, und zwar, Trugbild brauchen wir, um anders auszusehen. Aber erstmal Weitblick. Mit denen kann man sozusagen so wie seinen Geist ein bisschen lösen und dann so ein bisschen rumschweben und die Leute markieren. Das heißt, wenn ich die markiert habe, ich werde hier oben über dem Balkon flitzen, aber damit ich weiß, wo derjenige ist, habe ich ihn markiert. Den sehe ich jetzt so gelb und auch durch die Wände durch und weiß dann somit, wo er ist. Und zwar immer, wenn ich halt den im Blick habe. So, jetzt hier über die Balkons. Balkone. Ja, ich weiß. Und dann haben wir den hier unten auch schon schön markiert. Wenn die sind hier am Rumlabern und hier laufen auch noch andere Zivilisten rum. Wenn ihr den gleich beim ersten Mal schnappt, oder bei mir war das so, dann hat ein Zivilist da irgendwie gesehen, dass ich den auf der Schulter habe. Deswegen schnappe ich den erst beim zweiten Mal. Aber es gibt hier immer noch ein kleines Problem. Und zwar... Achtung, diese Trophy, dieser Erfolg ist ein bisschen problematisch, da jemand vor einem salutieren soll. Es reicht aber, wenn er euch grüßt. Also so wie die Hand hebt zum Gruß, hi, so ungefähr. Aber das ist bei mir bei nur einer einzigen Person passiert. Ich zeige euch mal, wie ich das hier probiert habe. Vielleicht klappt es bei euch. Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bringe den hier schön vorsichtig hinter den Mauern, damit die Zivilisten mich nicht sehen. Hier unten sozusagen ins Keller, sozusagen ins Untergeschoss hier der Straße. So, und dann erstmal speichern. Und ab hier könnt ihr probieren, so viel ihr wollt. Ihr könnt ja immer wieder neu laden. Jetzt nehme ich hier die Fähigkeit Trugbild, schnappe mir seine Fratze und klebe sie mir auf meinen Arsch sozusagen. Nein, ihr seht, er hat das Bild in der Hand und projiziert das vor sich so ungefähr her. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und für die anderen sieht man jetzt aus wie der Leutnant oder der Offizier. Alles beim Alten, Sir. So, keiner hat salutiert. Jetzt schnell wieder weg und wieder neu laden. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Das hat bei mir nicht funktioniert. Kann sein, dass bei euch diese Person, die salutiert, woanders ist. Aber... Leute haben damit scheinbar Probleme gehabt, so wie ich das jetzt im Internet auch gesehen habe, dass die das nicht bewältigen konnten, diese Trophäe, diesen Erfolg oder schwer. So, und dann habe ich gesucht, welcher Typ ist denn der hier salutiert oder angeblich salutiert. So, dazu schnappe ich mir den Typen wieder und gehe jetzt an eine andere Stelle. Warum ich den von hier mitnehme? Weil das der einfachste Weg ist, um an diesen Rotfrack hier dran zu kommen. Sozusagen den mit der roten Jacke, den Arsch hier. Und da werde ich mir jetzt mal angucken. Ich habe das jetzt auch das erste Mal ausprobiert. Ich wusste auch nicht, ich habe hier rumgesucht. Und da es eigentlich ganz gut geklappt hatte, habe ich das in ein Video gepackt. Und versuche euch das so bestmöglich zur Verfügung zu stellen. Ihr seht, ich gehe hier, ich bin hier wieder auf der Seite an dem Dach, wo ich angefangen habe, sozusagen. Diesmal gehe ich aber andersrum. Und zwar hier kommt man in den Bereich, wo diese ganzen Wachen rumgammeln. Vor der Bank hier. Also das ist hier natürlich noch nicht die Bank, das ist ein Platz. Den lege ich hier erstmal hin.
Und zwar laufen hier viele Wachen rum, unter anderem auch einer mit so einem roten Frack. Der ist aber schwer zu erwischen, ohne dass man Ärger bekommt. Und der hier unten, der hier so ein bisschen Holz am Sägen ist, der nervt. Ihr könnt runter, ihr könnt den betäuben oder ihr könnt den natürlich schön mal sagen, einen Pfeil durch den Kopf jagen. Oder Betäubungsbolzen ist euch überlassen. Ich wollte, da ich sowieso gespeichert habe, ist das nur zum Testen. Und ich lege mir den hier schön unten hin. Da kann ich immer gut starten und speichere hier nochmal. Ihr könnt natürlich auch vorher speichern, bevor ihr den erledigt habt. Aber das ist kein Spielstand, den ich jetzt fürs Spiel benutze, sondern ich habe einen Spielstand benutzt, ja, den ich sowieso nicht weiterspiele, sag ich mal, oder einen Spielspeicherstand. Die hier sagen zwar Lieutenant, aber keiner grüßt. So, jetzt sollte man eigentlich wieder zurückrennen und oder neu laden, aber ich habe das hier mal so ein bisschen geguckt. So, und der Einzige, der wirklich wahrscheinlich die Hand gehoben hat, das ist ganz schlecht zu sehen, ist der hier. Ich lasse das mal ganz langsam laufen. Er fängt hier an, die Hand zu heben zum Gruß. Dann geht meine Energie zu Ende für diese Super-Tarn-Aktion und er erkennt mich und schnappt sich sein Schwert. Ich habe es nicht gesehen, dass er mich grüßen wollte, aber dann kam, als ich laden wollte, einfach bam, kam der Erfolg oder die Trophy und somit wusste ich, okay, und dann habe ich gesehen, ja, okay, das war der, der die Hand gehoben hat. Und das ist der, der bei der Bank patrouilliert und zwar oben immer im Kreis, an Bankeingang immer im Kreis läuft. Wir sollten heute Nacht Whisky trinken und Zigarre. So, und das war's auch schon. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr mein Video geguckt habt. Einen Daumen nach oben würde mich sehr freuen oder ein Abo für beides umso mehr. Danke an euch und auf Wiedersehen.